Einen wunderschönen guten Abend. Ja, unsere Serie Burgund, die Niederlande ist zu Ende und ich habe ja schon angekündigt, ich würde gerne so eine Nationenwahl abhalten und gucken, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Und da mir ist das so gedacht, ich werde dann ein paar Möglichkeiten zur Auswahl stellen, unter denen ihr auswählen könnt und euch überlegen könnt, hey, möchte ich das sehen oder möchte ich das nicht sehen? Vorab möchte ich aber noch ein paar Sachen sagen, wie das jetzt alles ablaufen wird, auch in der neuen Serie. Zunächst einmal, die Texte werden dann auf Englisch sein, was jetzt nicht weiter schlimm ist, denn die meisten Texte davon sind halt einfach sehr einfach und man kennt sie jetzt nach der ersten Serie auch schon. Warum werden sie auf Englisch sein? Da ich einen der beliebtesten Mods von Europa Universalis 3 gerne ausprobieren würde. Mundus non Sufficit heißt der, glaube ich. Und zurzeit ja, behandelt er hauptsächlich den Handel. Hat also wesentlich mehr Handelsgüter hinzugefügt. Die Handelsgüter haben einen Wert, der vor allen Dingen davon abhängt, wie oft sie produziert werden und wie groß die Nachfrage ist und weniger von der Entfernung. Und ich denke, dadurch wird das Ganze auch noch mal ein bisschen spannender mit dem Handel. Außerdem müssen wir hier mal in die Option gucken, genau, das ist es. Bonus, so werde ich auf auslassen. Ich werde jetzt allerdings die KI die Schwierigkeit auf hart stellen, werde außerdem die Nationen im Glück auf random, also zufällig stellen, sodass dann nicht mehr Spanien irgendwann einen Boost erlebt und Polen eine schlechte Zeit, sondern es wird halt so kommen, wie es kommt, per Zufall. Diese Hotshine-Funktion werde ich eventuell auch ausprobieren. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe so zwei Ideen im Kopf, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie praktikabel das ist. Die eine wäre zu sagen, ich spiele jede Woche oder jede zweite Woche an einem bestimmten Tag für ein, zwei Stunden und gebe euch dann die Möglichkeit, da mitzumachen. Die andere wäre zu sagen, wenn ich spiele, so wie halt jetzt, wenn ich Zeit und Lust habe, dann erlaube ich den Leuten, also jedem draußen im Internet, dem Ganzen beizutreten und schauen dann mal, was dabei rauskommt. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert oder nicht und mal schauen. Diesen Ironman-Modus kann ich mit dem Mod logischerweise nicht aktivieren und von daher lassen wir den fürs Erste raus, aber er macht jetzt auch nicht viel. Ja, wir dürfen nicht so oft speichern. Das war jetzt für mich eh nicht so wichtig, außer halt für die Aufnahmen. Ich darf nicht, oder es speichert andauernd dazwischen, also Autosaving. Stört mich jetzt nicht, finde ich ganz gut, weil mir geht ja öfter mal ein Speicherstand verloren. Ich kann nicht die Konsolen-Cheats verwenden, das mache ich sonst dann auch nicht. Wie ihr an der letzten Serie wahrscheinlich gesehen habt, daran, wie oft ich die Kriege verloren habe, so gut wie immer. Und ich kann nicht zwischen den Ländern wechseln. Hatte ich jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, das zu tun. Ist halt für mich so eine Sache, ich kaufe mir auch keine Komplettlösungen oder so. Also ich versuche gerne Spiele selber durchzuspielen und selber schlau draus zu werden. Und gerade in so einem Spiel hier, wo man eigentlich nicht verlieren kann, finde ich es nicht schlimm. Ja, so. Von der Abstimmung selber, ich werde jetzt, und bei mir beginnt jetzt die Uni, heute ist Sonntag, Montag geht's los. Und von daher werde ich jetzt wahrscheinlich eh mal zwei, drei Tage lang nichts aufnehmen oder hochladen, großartig. Vielleicht mal irgendwas dazwischen, aber eher nicht, um eben so ein bisschen in das Semester reinzukommen. Und so lange wird dann die Abstimmung auch laufen. Das heißt, ich habe mir jetzt gedacht, bis Mittwoch 18 Uhr gebe ich euch die Möglichkeit zu sagen, das oder das wollt ihr. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch wahrnehmt. Also wir haben zum Glück eine relativ kleine, ich finde ganz angenehme Community. Die Leute gucken das, was sie gucken wollen. Ich lade hoch, wenn ich kann und will. Und es beschweren sich auch nicht viele Leute. Und so von dem, wie jetzt die letzte Serie geschaut wurde, bin ich auch relativ zufrieden mit der Resonanz. Und ich hoffe natürlich, dass dieselben Leute, die beim letzten Mal fleißig geschaut haben, auch dieses Mal wieder schauen oder vielleicht auch die anderen nochmal reingucken. Und dass ihr natürlich jetzt auch abstimmt und die Möglichkeit nutzt, das zu sehen, was ihr sehen möchtet. Ja, dann kommen wir zu den Möglichkeiten, die ich euch gebe. Wir können entweder 1444 beginnen, also ganz am Anfang nochmal. Dann mit Novgorod wäre eine Möglichkeit. Ziel wäre einfach Russland zu gründen, sehr aggressiv nach vorne zu gehen und möglichst viel zu erobern und mal schauen, dass man dann irgendwie so sich sowohl in Richtung Asien, aber vor allen Dingen in Richtung Europa recht weit ausbreitet und sehr, sehr dominant auf dem Kontinent wird. Mal schauen, wie lange ich das dann spiele, eventuell halt auch noch so ein paar nordamerikanische Kolonien. Wir werden es erleben, oder vielleicht auch nicht, je nachdem, was ihr halt abstimmt.
Braunschweig wäre für mich auf jeden Fall noch eine interessante Alternative. Dann wäre das Ziel neben Eroberungen vor allen Dingen auch viel über diese diplomatische Annektierung und Vasallisierung zu lösen. Einfach um diese Funktion auch ein bisschen auszuschlachten, auszunutzen, auszuprobieren und zu sehen, was kann man damit machen. Das wollte ich gerne ja noch in dem Niederlande-Let's Play zeigen, aber da ging das dann nicht mehr ganz so gut, wie wenn man eben sehr früh startet, dann kann ich das, glaube ich, besser zeigen. Ja, Kaiser werden wäre jetzt nicht unbedingt meine Priorität, sondern auf jeden Fall so einen großen norddeutschen Staat zu gründen. Aber auch da wird es dann die Zeit zeigen, was man machen kann. Und die letzte Wahl zu diesem Startdatum. Oh ne, ein, zwei haben wir hier noch. Entweder Malakka. Das wäre dann eben, dass man sagt, okay, bisschen mal die asiatischen Nationen ausprobieren. Ein größeres Reich gründen, denke ich, sollte durchaus drin sein und mal schauen, wie man sich gegen die Europäer wehren kann, wenn man es überhaupt könnte. Das wird auf jeden Fall, denke ich, mal ganz interessant und gegen Ende vielleicht ein bisschen frustrierend. Ich kann mir vorstellen, wenn da so 30 spanische Schiffe ankommen und sagen, wir nehmen jetzt Brunei, kann man vielleicht recht wenig dagegen machen. Mal schauen. Ja, letzte Alternative wäre einfach der Deutsche Orden, um auch einen Ritterstaat mal dabei zu haben. Und dann natürlich dieses ganze Gebiet hier, was orthodox ist, katholisch zu machen und ja, eine, hier so anstelle von Polen und Litauen einen riesengroßen Ordensstaat zu gründen, der in der Mitte von Europa hockt. Und das würde, glaube ich, nicht allzu lange gehen, dieses Let's Play. Einfach aus dem Grund, dass diese Ordensstaaten sich meistens irgendwann selber überlebt haben. Und 1444 nähern wir uns natürlich dem Punkt, wo das einfach schon sehr obsolet wird. Die letzte Möglichkeit wäre zu sagen, wir starten 1579, also im Spanisch-Niederländischen Krieg, und lassen die, und das da oben aber mal sein, wie es ist. Und wir beginnen stattdessen mit Genua, also einer Republik, sodass wir zwei Republiken auch dabei haben neben Novgorod. Und da wäre das Ziel relativ klar gesetzt, einfach das Mittelmeer und zu unserem Meer zu machen, und zwar auf eine Art, wie Genua das wohl auch gerne getan hätte. Das heißt, es wird nicht darum gehen, jetzt hier die gesamte Küste zu erobern und Rom neu zu gründen. Wobei das natürlich noch eine Möglichkeit wäre, aber dann werde ich sehen, wie viel Spaß ich daran habe. Sondern vor allen Dingen wird es darum gehen, zu sagen, die jeweiligen Handelszentren und so ein bisschen Land drumherum zu erobern. Also Sevilla im, von Sevilla im Westen bis Konstantinopel im Osten alle Handelszentren zu besetzen. Wobei natürlich gerade die beiden dann somit die schwierigsten sein werden, da die größten Global Player dahinter stehen. So, ich denke, das ist alle Info, die ihr braucht. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann füge ich das natürlich noch bei. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, ihr stimmt ab. Ich hoffe, ihr werdet auch genauso fleißig schauen, wie ihr die Serie davor geschaut habt mit Burgund. Und bedanke mich natürlich wie immer für euer Zuschauen und hoffentlich auch euer Mitmachen. Und bis dahin.